Servus und willkommen hier auf dem Kanal von IceTools. Hier ist natürlich wieder euer Ice und ich möchte euch wieder begrüßen bei einer Linux Basic Teil 8 zu begrüßen. Ja, wir werden uns heute Java 8 installieren. Ja, da habe ich schon endlich Videos eigentlich online geschaltet. Dieses Verfahren, weil es ja auch um die Basic ein bisschen geht, habe ich auch ein bisschen gegoogelt und habe eine Option rausgefunden, der es uns ermöglicht, sowie eine neue Version. Also wenn wir zum Beispiel auf Java 8 Update 101 und er sollte später dann updaten, zum Beispiel, es kommt eine neue Java-Version raus, zum Beispiel ab Java 8 Update 102, dass er das automatisch updatet, das heißt, dass wir das nicht manuell installieren wollen oder müssen. Ja, da würde ich sagen, hier erstmal das Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder zurück nach dem Intro und ja, bevor wir natürlich anfangen, möchte ich euch natürlich aus Sicherheitsgründen natürlich noch sagen, dass jegliche Schäden oder sonstiges ja dafür keine Haftung nehme. Das heißt, wenn ihr das so macht, wie ich das genau so euch zeige, wie ich das jetzt hier im Video, sollte es ja keine Probleme geben. Sollte es aber dennoch Probleme geben, wie gesagt, nehme ich natürlich keine Schäden. Gut, warum übernehme ich keine Schäden? Weil wir eine Quelle des Drittanbieters beziehen. Das heißt, wir müssen dann noch ein Key installieren, dass wir Java 8 updaten können. Das heißt, wir werden Java 8 installieren. Und wenn wir später wenn wir zum Beispiel updaten, das heißt, beispielsweise, welche Version haben wir jetzt zurzeit? Muss ich selber mal ganz kurz gucken. Starte ich mal ganz kurz meine Eingabeaufforderung. Ich glaube, Java 101 haben wir, glaube ich. Java minus Version oder Version, ist egal. So, haben wir, hier steht's, 1.8, also indem sie Java 8 Update 101, das ist unsere aktuellste Version. Und wenn wir, das heißt, das Verfahren, was ich euch hier zeige, werden wir jetzt mal Java 8 Update 101 installieren. Und wenn es eine neue Version und wir dann mit apt-gt Update ausführen, dann wird auch Java automatisch aktualisiert. Das heißt, das brauchen wir nicht mehr manuell mehr zu aktualisieren. Gut, fangen wir an. Zuerst sollten wir von vornherein aus gleich unseren Server mal updaten und upgraden. Das machen wir mit dem Befehl apt-get update-j, wird das nur eigentlich automatisch mit j bestätigt. Dann zwei Unzeichen, dann geben wir apt-get upgrade-j, wieder zwei Unzeichen und dann der letzte Befehl ist apt-get dist-upgrade-j. So, einfach mal ausführen. So, wurde aktuell alles aktualisiert, also passt das alles. Was wir denn machen, in dem Sinne müssen wir uns eine List erstellen in den apt-Ordner. Und das mache ich natürlich am liebsten mit dem sogenannten Nano-Editor. Und da könnt ihr einfach mal den Befehl Nano eingeben. Sollte das Fenster aufgeben, dann ist automatisch Nano installiert. Solltet ihr natürlich eine Fehlermeldung bekommen, wie zum Beispiel, ich schreibe jetzt mal einfach mal Nani, gibt es natürlich nicht. Der müsste eigentlich denn bei euch stehen, bash Doppelpunkt nano Doppelpunkt command not found, heißt also viel, er kann nano nicht finden. Und dann einfach mit apt-gt install
Nano einfach nachinstallieren und dann war es das schon. Okay. Wie gesagt, wir wollen natürlich jetzt eine Liste erstellen in den Abordner. Dafür navigiere ich jetzt einfach mal in den Ordner etc und dann in den Ordner apt mit ls. So, was ist überhaupt dieser Ordner? Der bezieht eigentlich unsere Quellen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel apt-get update, dann bezieht er sich die Dateien und die Quellen hier aus diesem Ordner. Und das wollen wir natürlich auch. Das heißt, wenn wir den apt-get install oracle-java 8 installer ausführen, soll er sie jetzt hier rausziehen. Ist zurzeit schaltmäßig natürlich noch nicht drin. Und das machen wir nämlich jetzt. Dafür gehen wir nochmal in den sources-list.d Ordner. So, und dort sollte schaltmäßig noch nichts drin sein. Genau. Und jetzt gehen wir einfach nano. Ich nenne den Namen jetzt einfach mal java-8. Also wie der Name bei euch heißt, ist variabel. Also den könnt ihr auch nur 8 nennen oder nur java. Das spielt keine Rolle. Aber was jetzt kommt, das ist wichtig, ein Punkt und dann einfach List. Also Punkt List ist Pflicht. Einfach ausführen und dann geben wir einfach zwei URLs rein. Darum, jetzt sehen wir auch schon hier einmal dep. Und zwar ist das eine gepackte Datei und zwar bezieht er sich diese Quelle aus der Webseite http://ppa.launchpad. Wie gesagt, hat nichts mit Linux oder mit Java, das heißt, ist eine ja ein Link von Drittanbieter und darum übernehme ich dafür keine Garantie. Aber ab sie auf meinen Hauptserver und da läuft es auch einwandfrei, also braucht ihr eigentlich kein Problem. Wenn ihr natürlich hier schon denkt, nee, das ist mir zu unsicher, ich lasse das lieber, ja, dann könnt ihr hier schon abschalten. Ja. Und wenn ihr da natürlich weiterhin sehen wollt, nein, ich möchte das wenigstens sehen, ja, dann bleibt einfach dran. Ja, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht machen. Dann einfach nur STRG X mit Y bestätigen. Dann wird hier unten nochmal File Name to White, ja, in dem Sinne java-8.list, wie meine Datei ich benannt habe, einfach mit Enter bestätigen. Dann haben wir das auch schon. Jetzt gehe ich einfach wieder zurück in mein Hauptverzeichnis und jetzt, was ich eben schon angekündigt, brauchen wir einen sogenannten Key. So, und den Key, den ziehe ich mir jetzt auch gerade mal hier raus. So, und das ist eigentlich der Key und zwar einfach ist der Befehl apt-key Leerzeichen ADV Leerzeichen minus minus Key Server Leerzeichen keyserver.ubuntu.com Leerzeichen minus minus recv minus keys Leerzeichen denn groß EEA 14886. In dem ist das der Key und er bezieht sich die von Key Server, ja, in dem Sinne von ubuntu.com. Jetzt sagt ihr natürlich, wie ist das? Ich habe jetzt ein Debian-System, spielt keine Rolle. Debian und Ubuntu, ja, benutzen jetzt nicht den gleichen Kern, aber sind eigentlich ja, fast die gleichen Systeme, nur mit paar Abweichungen. Okay, dann einfach nur ausführen. Ja, dann kriegen wir hier ein bisschen Randinformation, ja, dass er sich die einfach jetzt gezogen hat. Wenn ich jetzt hier ls oder ls minus a, ja, kriegen wir jetzt hier, hat er uns das jetzt hier nichts groß angezeigt. Und jetzt können wir eigentlich unseren Server wieder updaten und upgraden. Das müssen wir mindestens machen, mindestens den Update. Ich führe jetzt gerne nochmal alle Ausführungen nochmal aus. Da
also Arc-GT Update, das ist die mindestens jetzt ausgeführt werden müssen. Das Minus J lasse ich jetzt gleich mal alles weg. Und den Rest, der ist variabel, den müsst ihr jetzt eigentlich nicht machen. Ja, ich mache es gerne schon. So, so ist sie, der Befehl. Einfach mal ausführen. So, passt alles. Wurde nochmal alles aktualisiert. Und jetzt werden wir Java installieren. Das machen wir jetzt mit apt-get install oracle-java 8-installer. Man kann natürlich jetzt hier ein minus j vorsetzen dahinter, beziehungsweise ich lasse es jetzt hier bei dem Video einfach jetzt mal weg. So, führe das einfach aus. So, jetzt fragt er uns nach, wollen wir das auch wirklich machen. Wir bestätigen das einmal mit J, mit Enter bestätigen. So, jetzt fragt er uns, wollen wir die Konfiguration, ja, oder stimmen wir der Lizenz von Java überhaupt erstmal zu? Das einfach mit OK, mit OK bestätigen. Da sagt er, ist okay. So, jetzt sagt er nochmal, ja, den Source Lizenzcode, den wir uns ja hier im gerade diesen Key Generator, den wir uns geholt haben, mit den Admins GT Key ADV bla bla bla. Fragt er nochmal, ob wir auch dort zustimmen wollen. Auch das einfach, also scheinbar ist es auf No, einfach mit der Maus, nein, mit der Taste einmal rüber und mit Enter bestätigen. So, jetzt zieht er sich einfach die Dateien erstmal runter. Das wird jetzt ein kleines bisschen dauern. Ja, lasse ich jetzt den, ja, mache jetzt am besten keinen Cut, dass ihr das erstmal sieht, dass er sich das erstmal alles runterladen tut. Das heißt in Prozente. So. Download down, das heißt, ist abgeschlossen. So, jetzt wird das alles automatisch installiert und das war es auch schon. Das heißt, wenn wir jetzt Java minus Version oder Version ausgeben, ja, dann kriegen wir jetzt hier Java Version 1.8, also Java 8 Update 1.01. Ja, und das war es eigentlich. So wie es eine neue aktuelle Version einfach mit dem Befehl apt-get Update ausführen und dann habt ihr auch Java auf den aktuellen Stand. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen. Solltet ihr Fragen haben, so postet einfach in die Kommentare. Über einen Daumen würde ich mich natürlich freuen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, bye bye. Euer Eis von Eis Tutorials.